bin gebeten worden, es möglichst kurz zu machen, weil die Musiker schon warten und die haben ihre Züge. Ich werde es also ganz kurz machen. Als erstes möchte ich einfach nochmal der Katharina Kanka, der Kat, unserer lieben Freundin, von Herzen danken. Ich glaube, niemand von euch weiß wirklich alles, was durch sie gegangen ist, wie viele Jahre sie gekämpft hat, wie viele Tränen, wie viele Glücksmomente, wie viele schwere Zeiten sie durchgemacht hat in all diesen Jahren. Ich habe viel davon miterlebt und ich kann sagen, wenn wir heute einen Meilenstein in der Behindertengeschichte der Schweiz feiern dürfen, und das ist es heute, dann haben wir das zu einem ganz, ganz großen Teil Katharina Kanka zu verdanken. Und es wäre an der Zeit, dass die Schweiz einen Preis für solche Menschen, für behinderte Menschen, die sowas verbringen, einführen würde. Und sicher wäre sie die Erste, die diesen Preis bekommen sollte. Ich bitte nochmal um einen riesigen Applaus für Katharina. Dass wir zwischen Stuhl und Bank fallen mit unserer Forderung nach persönlicher Freiheit, nach dem selbstbestimmten Leben. Die Linke wollte ihre Privilegien nicht aufgeben, uns als ihre Population zu behalten. Die Rechte wollte nur Geld sparen und wir wussten, unsere Idee kommt genau in die Mitte zwischen diese zwei Blöcke rein. Auf der einen Seite sagen wir, wir brauchen nicht mehr Geld, das Geld, das da ist, genügt. Auf der anderen Seite sagen wir aber, nehmt nicht bitte bei der Systemänderung gerade nochmal Geld weg. Und so wussten wir, dass wir zwischen die beiden politischen Blöcke hineinkommen. Und ich muss sagen, die beiden Mitteparteien, CVP und FDP, hatten null Interesse an den Fragen rund um Behinderung. Man konnte die nie auch für irgendein Gespräch finden. Erst als es Kat gelang, das ist vielen vielleicht nicht bewusst, erst als es Kat gelang, auch die SVP für die Belange Behinderter zu interessieren, sind die anderen Parteien plötzlich erwacht. Oh, die SVP interessiert sich für die Behinderten, ja dann müssen wir auch schnell etwas tun. Und so ist Bewegung ins Spiel gekommen. Und was wie ein verlorenes Spiel aussah, weil wir eben in der Mitte zwischen Stuhl und Bank saßen, hat Kat umgedreht und hat gesagt, wenn wir in der Mitte zwischen Stuhl und Bank sind, kann das auch unsere Stärke sein. Wir können die Parteien von links bis rechts zusammenbringen an einem gemeinsamen Anliegen, wo es nicht um Parteipolitik geht, sondern um Sachpolitik. Und Kat hat das vorgeführt in Kleinstarbeit über Jahre hinweg, hat nächtelang und tagelang zu Hause Zahlen gebiegen und Gesetze studiert, hat unglaublich viel Detailwissen angereichert und das Gespräch mit diesen Politikern gesucht und das geschafft, was seither und vorher schon wahrscheinlich niemand geschafft hat. Herr Bortoluzzi hat es irgendwann mal gesagt, es gibt kein Anliegen in der Schweizer Politik, in dem alle Parteien so übergreifend zusammenarbeiten, wie dieses eine Thema Einführung der persönlichen Assistenz, dank Kat Kanka. Aber das ist nicht genug und das ist mir eine wichtige Botschaft jetzt, auch wenn ich kurz sein muss. Es geht nicht ohne euch. Kat hat es schon gesagt, ihr seid die Experten. Nicht nur die Experten, ihr seid die Bürgerinnen und Bürger, die ein Anliegen haben. Und ich bin Herrn Rossier sehr dankbar. Wir sind von jetzt an Bürgerinnen und Bürger. Wir haben uns zu Bürgerinnen und Bürgern gemacht, wir haben selber den Mund aufgemacht, sind selber nach Bern gegangen, haben selber gesagt, was wir wollen, sind dran geblieben, haben uns nicht abspeisen lassen, haben uns auch nicht von denen abspeisen lassen, die sich normalerweise als unsere Vertreter vor uns stellen und uns nicht reden lassen. Das war ein sehr langer Kampf und der war nur möglich, auch Kat konnte das nicht alleine schaffen, weil ihr alle mitgemacht habt, weil ihr euch mobilisieren ließt, weil ihr gekommen seid, als Kat gerufen hat, in Bern, wo immer es war, und mitgeholfen habt und gezeigt habt, wir wollen das. Das ist neu in der Schweizer Behindertenpolitik. Das wird auch nicht mehr zu verändern sein, wenn ihr dran haltet, wenn ihr sagt, wir sind Bürger, wir haben ein Recht, wir müssen für das kämpfen, was wir wollen,
wie Herr Rossi gesagt hat, das wird uns nicht geschenkt. Jeder Bürger muss diese Arbeit leisten und ihr habt sie geleistet und darum sind wir heute zusammen und können das feiern. Ich muss es jetzt kurz machen, darum werde ich nicht noch viel mehr Dankesworte bringen, aber eine Geschichte muss ich ja noch auflösen. Ihr habt alle einen Bon bekommen. Gibt es Leute, die noch keinen Bon haben? Ja. Die möchten bitte, vielleicht kannst du das noch an alle verteilen. Ja, schnell, die noch keinen Bon haben. Bon, alors, je vais résumer. Peter Verli a remercié très très chaleureusement Katharina Kanka pour tout le travail qu'elle a effectué et c'est un grand travail. Elle a trouvé en fait le moyen de convaincre et à gauche et à droite d'avancer de manière efficace pour un budget d'assistance. Mis à part ça, après ce long remerciement et cette explication de cette avancée politique pour les personnes handicapées, il va justement illustrer, enfin il a choisi le Centre pour la vie autonome d'illustrer encore quelque chose par rapport à la contribution d'assistance. C'est pour ça que chacun d'entre vous a reçu un bon de couleur. Niemand hat seine Behinderung gewählt. Die Behinderung hat uns gewählt. Und die Behinderung ist ein Zufall. Einer hat sie, der andere hat was anderes. Jeder hat seine Sorte von Behinderung unter den Behinderten. Und darum kann auch keiner was dafür, wenn er jetzt einen roten oder einen gelben oder einen grünen Zettel bekommen hat. Das ist die Symbolik dieser Farbe. Kat hat mich gebeten. Ja. Alors, personne n'a choisi son handicap. Tout le monde sait que c'est le destin qui fait qu'on a un handicap ou pas. Et puis aujourd'hui, c'est illustré par cette étiquette de couleur où chacun, quelque part, va suivre son destin. Kat hat das ZSL gebeten, irgendwas Politisches noch reinzubringen. Wir wollten zwar heute feiern, aber doch auch noch ein bisschen was Politik reinbringen. Und das werden wir jetzt tun, wenn ich euch sage, dass diese gelben, roten und grünen Zettel für die Leute stehen, die entweder Assistenz bekommen oder keine bekommen oder auf die Warteliste kommen und nicht wissen, ob sie welche bekommen. Damit wir einfach daran denken, es gibt ganz viele Behinderte, die heute nichts zu feiern haben, die jetzt noch ausgeschlossen sind. Und euch und uns, an uns wird es liegen, diesen Kampf weiterzuführen, damit alle schlussendlich, unabhängig von welcher Art von Behinderung sie haben, auch zu einer Assistenzentschädigung kommen. Alors, l'envie de Katharina, c'était quand même qu'on ait encore un petit moment, un petit peu politique, un aspect un petit peu politique, dans le sens où aujourd'hui c'est un jour de fête, mais qu'on doit prendre conscience que malgré tout le combat qu'on a mené, un certain nombre de personnes n'auront pas accès à la contribution d'assistance. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous a reçu ce petit coupon vert qui va illustrer, ou ces coupons de couleur vert, jaune, rouge, qui vont illustrer les personnes qui vont toucher le budget d'assistance, celles qui sont en train d'attendre pour savoir si elles le toucheront et puis celles qui ne le toucheront pas. Donc, pour avoir une petite pensée malgré la fête, et que même si on a avancé, ça fait encore partie de la lutte future, c'est-à-dire de pouvoir faire que tout le monde ait droit à un budget d'assistance. Ich bitte euch mitzuhelfen, dass das eines Tages auch kommt. Ihr seid die Kämpfer, ihr könnt mithelfen. Alors, ne pas oublier que vous êtes les combattants, que vous devez nous aider à combattre, qu'on n'est pas tout seul. Et qu'un jour, peut-être, on aura tout un budget d'assistance. Damit wir jetzt verstehen, wie sich das anfühlt, wenn das Glück einem nicht trifft oder trifft, haben wir diesen Würfel hier. Und du wirst jetzt als meine Glücksfee diesen Würfel werfen. Die Farbe von Gelb, Grün und Rot, die zuerst kommt, ist die Farbe, die nichts bekommt. Hast du schon gewusst? Grün. Grün bekommt nichts. Alle, die einen grünen Zettel haben, stellt euch jetzt vor, ihr seid draußen. Und die anderen, schaut euch eure Freunde an. Die sind draußen. Jetzt wählen wir, wer etwas bekommt. Blau, grün, blau,
Violett, das wird spannend, grün, blau, gelb. Alle Gelben bekommen eine Assistenzentschädigung. Und die übrig geblieben sind, ihr müsst warten. Vielleicht in ein, zwei, drei, vier Jahren wird die Entscheidung fallen, dass ihr diese auch bekommt. Ich danke euch und denkt an diese Sache auch. Schönen Abend noch. Alors, on vous invite à rejoindre la tente pour que le concert puisse démarrer avec le show Paolo Conte.